So, hallo, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen, wünsche euch noch einen schönen Rest vom Osterfest, auch wenn es diesmal ein bisschen anders war und wir es nicht mit unseren Verwandten feiern haben können oder mit vielen weniger Verwandten, es ist nicht so gegangen. Ich wollte jetzt bloß noch von euch wissen, passt es mit dem Ton so, hört ihr mich, geht es alles gut? Ich habe nämlich auf meinem einen Bildschirm leider kein Bild von mir, auf dem anderen Handy nebendran habe ich eins. Es freut mich, dass wir jetzt schon so viele sind. Also wir sind jetzt am Anfang schon einige. Ich hoffe, dass noch welche dazukommen. Wir haben ja das letzte Mal wirklich, möchte ich sagen, war das ein Riesenerfolg. Es ist richtig gut angekommen, es hat mich riesig, riesig gefreut. Es haben jetzt inzwischen 7.700 Leute unseren ersten Teil angeschaut und vom Ton her höre ich, dass alles gut ist und passt, wenn ich so spreche. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Das zeugt davon, dass wir trotzdem, dass das Wetter jetzt noch nicht so schlecht ist, zumindest bei uns, alle bereit sind, noch ein bisschen was dazu zu lernen. Und eins ist auch klar, die Jungen, die werden viel lernen, die Älteren, die können sich vielleicht auch das eine oder andere rausnehmen. Aber das ist wie überall im Leben, wenn man immer das Gleiche macht, dann wird auch immer das Gleiche dabei rauskommen. Und was wir heute machen, wir sprechen kurz über die VJP nochmal. Die VJP wird so sein, dass man da ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, die nicht passen, noch einmal ansprechen. Dann wichtig ist auch für uns, dass wir bei VJP gleichzeitig für HZP und für die VGP ja auch was machen, weil die meisten dieser Fächer sind wieder dran. Und der Hauptgrund, warum wir das alles machen, ist das, wir können ja jetzt nicht in Gruppen üben. Und unser Wunsch von uns allen ist, dass wir tolle Jagdhunde haben, dass wir mit unseren Hunden später super auf Jagd gehen können. Und was man allerdings gemerkt hat, das letzte Mal war viel Theorie und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und habe insgesamt 20 kleine Filme gedreht, wo ich ein bisschen was in der Praxis zeigen kann. Wir werden also, was wir machen, wir werden kleinschrittig bildlich zeigen im Film, was über die Spur, vor allem wie man über die Schleppe für die Spur was tut. Dann werden wir über Suche sprechen. Da werden wir auch ein paar Filme zeigen, wie auch vor allem beim Apportieren und beim Schleppe machen. Dann werden wir über das Einweisen sprechen, weil Einweisen war auch ein wichtiges Thema und wird jetzt dann in der HZP und VGP noch viel, viel wichtiger, gerade auch am Wasser. Dann sprechen wir über das Vorstehen, da werde ich was zeigen dazu. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie alles anfängt mit Apport, mit Welpen, wie man mit Welpen schon mit Apport beginnt. Ich hoffe, es geht euch alle gut, trotz unserer Ausgangsbeschränkung, die wir ja jetzt schon einige Wochen alle haben. Mir persönlich geht es sehr, sehr gut und ich merke zusehendlich, je weniger ich Nachrichten höre, desto besser geht es mir. Das Nachrichten anhören, diese schlechten Nachrichten, die viele Ungewissheit, die darauf kommt, teilweise bei vielen Leuten auch Existenzängste oder zumindest Zukunftsängste, das macht was mit uns. Wir sehen das bei vielen anderen. Wir spüren das vielleicht sogar manchmal bei uns selber. Und man merkt es ja wirklich bei vielen an, dass da schon richtig Panik ist und das macht krank. Ich kann euch da bloß sagen, denkt bitte positiv. Und da gibt es halt wie überall zwei verschiedene Menschentypen. Es gibt den, der das einfach wegdrückt und sagt, stört mich nicht, mache ich nicht, geht schon weiter. Und es gibt den, der sich wirklich Gedanken macht, bis zu denen, die panisch werden. Und das ist einfach mit den verschiedenen Arten von Menschen, da kann ich nur sagen an alle, auch die, die das sehr mitnehmen, denkt positiv, wir werden das alles meistern und es geht weiter. Und viele von euch werden sich jetzt fragen, was hat das mit Hunden zu tun? Der Hund ist das Tier, das am meisten mit uns beieinander ist, das mit uns am meisten die Zeit verbringt, wo uns am besten lesen kann, wo uns spürt. Umsonst gibt es nicht das Sprichwort, wieder her, so ist geschehen.
Und wenn ich am Hundekurs bin oder wenn ich gucke, eigentlich siehst du, wenn du 5 Minuten mit dem Herrchen sprichst, mit dem Führer, da kannst du schon vorstellen, wie der Hund ist. Hast einen Hektiker, ist der Hund ein Hektiker und ein Zappelphilipp. Hast einen, der da so über den Acker schlappt, die Hände in der Hosentaschen und dass du die Schnürsenkel doppeln kannst. Meistens kannst du den Hund gar nicht dazu bewegen, dass er mal flotter läuft. Der hatscht da einfach wie das Härchen, so hatscht umeinander. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, unsere Hunde, die haben Antennen, von denen wir uns, die wir uns nicht erklären können, die wir nicht haben. Und wo man einfach jetzt ganz besonders in der Zeit, mich hätte es wirklich bei den Jugendsuchen, wenn wir welche gemacht hätten, interessiert, wie sich das auswirkt, dass man erkennt, dass bei den Menschen, dass bei den Hunden eine Reaktion kommt, weil einfach bei den Härchen irgendwo ein bisschen Sicherheit fehlt, weil das Härchen nicht so fit ist und weil man halt einfach momentan auch nicht ganz so drauf ist wie sonst immer. Ich habe mir natürlich ein bisschen ein Skript gemacht, weil ich bin ja auch kein so Vollprofi, dass ich ein bisschen eine Reihe nachmache, weil das hat mich das letzte Mal ein bisschen gestört, dass es durcheinander war. Und deswegen gucke ich manchmal ein bisschen nach unten, da schaue ich auf mein Blatt Papier. Es ist dadurch, dass wir unsicherer werden und dem Hund das signalisieren, auch bei uns in der Hundeausbildung wirklich darauf zu achten, dass wir uns dem bewusst sind, dass vielleicht momentan auch unsere Hunde etwas unsicherer reagieren. Und wir haben auch, wie oben, wenn ich sage, 2 verschiedene Typen von Menschen, wir haben viele verschiedene Typen und es ist gut so. Wir haben auch verschiedene Hundeführertypen und auch das ist gut so. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Wir haben einmal den Hundeführer, der wirklich seinen Hund nur als Jagdgehilfe in Anführungsstrichen hat, der sagt, wie mein Gewehr, der Hund ist da, der Hund muss funktionieren und ich will Top-Leistung von meinem Hund später mal auf der Jagd haben. Aber dann gibt es natürlich auch noch die anderen Führer und es schauen ja wahrscheinlich viele verschiedene Hundeführer zu und die anderen Hundeführer sind halt die, die sich einen Freund, einen Partner, ein Familienmitglied ins Haus holen, in die Familie und die strahlen, wollen einen Freund haben und bei denen geht es, ist es nicht so klar wie bei den anderen. Da ist das Ziel nicht so klar, da ist auch diese Sicherheit vom Auftreten oft nicht so, weil man halt einfach einen Freund, einen Partner vor sich hat und nicht den Jagdgehilfen, wo man genau weiß, peng, 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 das ist zum Tun. Es ist einfach bei der zweiten Art von Führer das Ziel ein bisschen verschwommener, es ist nicht nur auf Praxis und ich kann euch natürlich hier bloß Tipps geben, was die Ausbildung betrifft und wie man das machen sollte und tun sollte, aber nicht, wie ihr auf den einzelnen Typ Hund eingeht und auch eigentlich nicht, was ihr für Typen Hunde seid. Und da kommt es immer darauf an, wie man so drauf ist und da hätte ich jetzt eine Bitte an euch und dann legen wir sofort los nach dem. Ich will euch einfach nur was zeigen. Ich möchte, dass jeder, egal wo er gerade sitzt, sich jetzt einmal zurücklehnt, hoch konzentriert ist und in seinem Raum überall rumschaut und mir versucht zusammenzuzählen, wie oft er die Farbe Rot sieht. Bitte macht's da mal mit, ihr werdet überrascht sein. Guckt's mal bitte bei euch überall rum und zählt ganz konzentriert überall, wo ihr rote Farbe seht. Wie viel Rot jeder so sieht in seinem Raum, schaut's nur rum, dreht's euch um auf alle Seiten und guckt's mal rot, wo überall rot ist, rot. So, ich hoffe, es haben jetzt einige mitgemacht und ihr habt geguckt, wie oft rot ist. Vielleicht kann der eine oder andere mir schreiben, wie oft er rot gesehen hat bei sich im Raum. Schickt mir einfach mal eine Zahl, wie oft ihr bei euch im Raum die Farbe Rot erkannt habt. Und wenn ihr jetzt zusammengezählt habt, wie oft ihr rot gesehen habt, dann bitte ich euch, schließt einmal die Augen. Schließt die Augen, macht sie zu, es sieht euch keiner, muss sich keiner was denken. Und jetzt überlegt euch mal mit geschlossenen Augen, wie oft ihr die Farbe Blau gesehen habt. Und ihr werdet jetzt halt eins merken, ihr könnt überlegen, so oft ihr wollt, ihr habt die Farbe Blau so gut wie nicht wahrgenommen. Ihr habt immer nur geguckt, wo Rot ist. Und das ist ganz einfach. Ich habe euch die Brille aufgesetzt, nach Rot zu schauen.
Und obwohl sich in der Realität nichts verändert hat, es ist genauso viel Blau da wie alles. Man nimmt die Realität und das, was man sieht, natürlich auch bei dem, was man beim Hund sieht, immer durch seine eigene Brille auf. Nämlich die Brille, die ich entweder von jemandem aufgesetzt bekomme, da erinnern mich unsere Nachrichten und das alles, was wir jetzt sehen, beziehungsweise die wir uns selber aufsetzen, was wir sehen wollen, was wir verlangen und was wir machen wollen. Das war jetzt einmal einfach so ein Ding am Rand, wo ich euch mitgeben wollte, dass wir einfach verstehen, es gibt viele, viele Sichtweisen auf alles und es gibt auch, was unsere Hundeausbildung betrifft, viele, viele verschiedene Hunde und noch viel mehr verschiedene Führer. Und jetzt gehen wir mal über zu unserem Thema VJP und gleichzeitig HZP, Übung auch für die VGP. Und da ist es so, wir beginnen einfach einmal mit dem, wie ich mich bei einer Prüfung vorstelle, wenn ich da hingehe. Das liegt mir nochmal wirklich am Herzen. Das ist der erste Eindruck, den ich hinterlasse. Ich habe damals schon gesagt, schaut, dass eure Hunde nicht rumwinseln und rumschreien, weil es einfach einen schlechten Eindruck macht. Aber vor allem ist es auch so, es gibt Anstandsregeln und wenn ich heute hergehe und sage, hör her, ich habe mich ordentlich zu Begrüßung zu machen, ich sage jemandem Grüß Gott, ob ich in Zukunft nur die Hand gebe, das lassen wir mal dahingestellt. Und dann stelle ich mich auch dort bei den Richtern vor. Und wenn ich heute unerfahrener Führer bin oder Erstlingsführer, dann sage ich das auch, gehe hin und sage, bitte helft mir. Und ich kann euch garantieren, unsere Richter werden immer darauf schauen und machen, dass sie euch mit an die Hand nehmen und euch sagen, was ihr zu tun habt und Tipps gibt. Fragt sie bitte auch während der Prüfung, die werden mit euch mit Sicherheit anständig umgehen und euch auch erklären, was sie sehen wollen, wenn ihr danach fragt. Aber bitte lauft nicht rum und erklärt, weil ihr heute euren zweiten Hund führt, was ihr für tolle Hechte seid und was euer erster Hund alles konnte hat und was ihr dem alles gelernt habt. Wir haben eine Hundeprüfung und auf der Hundeprüfung sind auch die Richter in irgendeiner Form angestrengt und müssen sich konzentrieren auf die Hunde und können jetzt da nicht die Geschichten von irgendwann anhören. Wir können nur das bewerten als Richter, was wir sehen auf der Prüfung. So, wir beginnen noch bei der Spur, das war mir auch nicht noch wichtig. Wenn euch der Richter ruft und sagt, hier ist der Hase weggegangen, dann wird euch der Richter in der Regel zeigen, wo der Hase los ist, weg ist, wo die Sasse war. Und da lauft ihr nicht direkt auf die Sasse hin. Die jungen Führer, bitte geht von der Richtung, von der Seite hin, wo der Hase weggelaufen ist, also praktisch von der Seite im rechten Winkel hin, nehmt den Hund an die Auslaufleine, ich zeige euch nachher in einem Film noch die Auslaufleine, und geh dahin. Und wenn der Hund auf der Spur ist, dann bitte ich gerade die jungen Führer, geht 20, 30 Meter mit eurem Hund mit und lasst ihn dann aus der Leine rauslaufen. Wenn ihr merkt, der Hund ist jetzt richtig drauf und zieht und will, erst dann rauslassen, nicht schon vorher, einfach hinrennen lassen den Hund. Die älteren Führer, muss ich sagen, wie es ich probiere, ich gehe jetzt halt gegen Wind an die frische Sasse hin, lasse meinen Hund langsam ohne Leine gehen. Dazu muss ich ihn aber in der Aufregung langsam gehen lassen können. Also probiert es nicht aus mit eurem ersten Hund. Und versuch, ob der Hund da vielleicht schon anzeigt oder Vorstehleistung zeigt. Weil wir müssen heute einfach ein bisschen darauf achten, dass wir jede Vorstehleistung mitnehmen, weil wir einfach dieses Niederwild gerade im Flugwild nicht mehr zur Verfügung haben. Also deswegen schadet es nichts, wenn er die frische Sasse vorsteht. Der Hund wird genauso gewertet, ob Federwild oder Haarwild, ist in der Bewertung kein Unterschied. So, und wir haben darüber gesprochen, wie mache ich das, wie übe ich Hasenspur. Ich habe natürlich wenig Hasen, aber das wird vielen von euch so gehen. Deswegen übe ich Spurarbeit, Spurarbeit, Spurarbeit. Und dazu habe ich so viele Fragen gekriegt, dass ich einfach ein paar kleine Filmchen gedreht habe, die ich euch zeigen will. Und ich werde die dann moderieren. Ich hoffe, mit dem Ton passt es dann, weil ich muss dazu jetzt jedes Mal das Handy umdrehen. Und da beginnen wir jetzt einfach einmal mit der Schleppe auf der Wiese. So fange ich mit dem jungen Hund, mit dem Junghund zum Üben an. Also ihr seht jetzt da,
dass ich den Hasen ziehe, habe auch was dabei, wo ich genau die Ecke, wo der Winkel ist, kennzeichne, dass ich genau weiß, wie die Richtung ist. Also hier ist der Winkel, ich weiß es ganz genau und gehe, lege den Hasen ab, wenn ich einen Hasen habe. Manchmal lege ich auch bloß einen Dummy ab. Mir geht es jetzt hier darum, dass ich mit dem Hund zum Anschuss gehe. Ich lasse den Hund vorher Sitz machen, mehrmals. Das ist so mein Ritual, das ich grundsätzlich mache. Das werdet ihr jetzt überall sehen, wo ich hingehe, verschleppe. Setz den Hund an und lass den Hund jetzt hier mit einer verhältnismäßig kurzen Leine auf der Schleppe gehen und achte genau darauf, dass er den Haken sauber arbeitet. So, jetzt der Hund kann schon apportieren, aber auch da versuche ich natürlich an der Leine das zu machen, dass ja nichts passiert. Lobe ihn gescheit und sag aus und prima. Also, das war die erste. Jetzt kommen wir zu dem zweiten, wo ich euch das letzte Mal erklärt habe, wo es schon etwas schwieriger wird. Das ist also, jetzt mache ich die Schleppe so mit den Übergängen, wo ich euch das letzte Mal gesagt habe. Ich mache ganz kurze Schleppen, immer nur 10 Meter, jeweils 10, 15 Meter. Markiere mir wieder ganz genau da, wo die Ecken sind. Also auf das kommt es darauf an, auf die Ecken und auf die Übergänge. Da entscheidet sich, ob ein Hund konzentriert arbeitet oder nicht. Und ihr seht es also, der Boden ist recht trocken. Ich habe es wirklich jetzt alles erst aufgenommen, dass ich was zeigen kann. Und da mache ich jetzt praktisch die Schleppe, markiere die Ecken und wichtig ist hier einfach der Übergang einmal von grün auf braun und dann von braun auf grün und auf dem braunen auch verschiedene Winkel, dass also wirklich ich hier den Hund mit kurzer Leine genau kontrollieren kann, was er tut. Dem Hund praktisch die Chance nicht lassen, den Fehler zu machen. Und ich korrigiere dann auch sofort. Wobei ich immer wieder bei all dem, was ich euch zeige, ich zeige euch jetzt meine Wahrheit, so wie ich übe. Ich verändere mein Üben auch immer wieder, wenn ich was Neues sehe. Das ist, wie ich es aktuell jetzt mit dem Hund üben tue. Ich hoffe, der Ton passt. Vielleicht könnt ihr mir kurz was sagen, ob der Ton in Ordnung ist, weil ich jetzt das Handy ja gedreht habe. Okay, also jetzt haben wir die Schleppe. Kann man mal ein bisschen vorspielen, bis dahin, wo ich den Hund ansetze. Also jetzt ist wieder, hole ich den Hund. Jetzt mache ich wieder das Ritual, immer wieder mit Sitz und Ding, ein bisschen vor. Also der Hund muss immer wieder sitzen und so führe ich ihn hin und jetzt geht es los auf der Schleppe. Jetzt weiß ich genau, wie es gegangen ist. Da vorne ist der Ast. Hab den Hund ganz kurz an der Leine. Lass ihm nicht die Chance, ewig rumzurennen. Der soll sich hier genau angucken, wo es weitergeht. Jawohl, der Übergang, habt ihr gesehen, ganz kurz links und rechts, ist schwieriger natürlich auf braun. Ganz, ganz wichtig, braun. Und für euch Führer alle ist so wichtig, braun haben wir jetzt noch. Jetzt haben wir noch die ganzen Maisäcker oder wo vielleicht Sommergetreide gesät worden ist. Wir haben jetzt dann lang, lang keine braunen Äcker mehr. Ihr müsst es jetzt üben. Nur jetzt kann ich braune Äcker üben. Dann habe ich erst wieder den Herbst. Also so, ich lasse den Hund wirklich nicht umeinander schlamanzeln. Der muss die Ecken sauber arbeiten. Das ist jetzt selber ein ganz junger Hund. Und ich habe natürlich jetzt auch nicht darauf geachtet, dass alles top ist. Ich lasse ihn auch nicht abkürzen, wenn er jetzt das sieht. Nix. Er soll den Haken sauber arbeiten und dann gehen wir erst darüber. Genau. So, jetzt, das ist eigentlich die Belohnung, er darf den Hasen finden und fertig. So, jetzt kommen wir zum nächsten, wo ich das letzte Mal, sprichst du das vorher mit dem Richter ab, wenn du dem Hund auf dem Weg zur Sasse eine Möglichkeit zum Vorstehen geben möchtest. Ich, wenn ich hingehe, ja, ich laufe dann natürlich nicht im Dauerlauf, sondern sag zum Richter, ich lasse meinen Hund frei zur Sasse suchen, zur Fährte suchen. Und es ist jederzeit erlaubt und ist jederzeit in Ordnung, dass ich meinen Hund frei auf die Spur hinführe. Wenn der Hund dann vorsteht, müssen oder werden die Richter das natürlich berücksichtigen. Ich muss den Richter nicht fragen. Ich sage ihm, dass ich meinen Hund frei hinsuchen lasse. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Richter sagt, das ist nicht in Ordnung. So, jetzt wieder zurück zur Schleppe. Bei der Schleppe
habe ich euch das letzte Mal auch erklärt, die kurzen Schleppen, die wir alle üben können, die Schwierigkeiten, die wir üben können, die der Hund später natürlich auch in der Hasenspur hat. Ihr seht jetzt hier einfach diesen Schotterweg, die haben wir heutzutage überall. Schaut bitte, dass der Wind richtig geht, dass der Wind praktisch nicht vom Hasen dann zum Hund kommt, weil sonst arbeitet er das nicht richtig. Mir ist es hier wichtig, dass er die Schwierigkeit arbeitet, und ich habe gerade vorhin gesehen, wie ich zurückgegangen bin, dass ich dann auch schnell nie über die Spur drüber gehe. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, bitte passt da auf. Jetzt wieder sitzt, ist ja eigentlich bloß eine kurze Gehorsamsübung, dass der Hund weiß, wir sind hier nicht zum Spaß da, sondern wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo der Anschuss war, weil den habe ich mir jetzt da nicht notiert, und schaut einfach mal, wann der Hund draufkommt. Bis jetzt hat er es noch nicht, jetzt ist er drauf, jetzt hat er den Anschuss, und ihr seht es also schon an dem, wie er zieht, er ist jetzt drauf, und jetzt passe ich auf, jetzt geht er über die Straße, also im Grunde genommen keinerlei Schwierigkeit. Driftet ein bisschen nach links ab, weil der Wind, wie ihr vorhin gesehen habt, von oben kommt, also hat er der Hund, wenn er 3 Meter neben der Spur läuft, immer noch genügend Witterung. Aber ich will das jetzt bei dem Training nicht. Ich will, dass er sauber, gehorsam auf der Spur bleibt und nicht meint, weil es er kann, er könnte es jetzt so. Und jetzt zeige ich euch dann, wie das ist, wenn ich eine Spur mache. Also auf dem Video seht ihr, wie der Hund rausgeführt wird auf der Auslaufleine. Jetzt läuft er los, läuft hoch. Der Hase hat einen Haken nach rechts gemacht, ist dann am Acker entlang hoch und hat dann wie so ein U um den Acker, über den braunen Acker gelaufen, nach rechts hinten. Also jetzt ist der Hund dann gleich wieder, jetzt ist er wieder drauf. Jetzt muss er sich dann konzentrieren, weil es über den Acker geht. Genau, ihr seht es jetzt. Und dann geht es da hinten über, durch eine Hecke. Also es geht durch eine Hecke durch. Wenn ich jetzt Richter wäre, hätte ich sofort einen anderen Richter hintergeschickt. Seht ihr, ob der Hase da hinten wieder rauskommt? Weil so ist das natürlich schon eine super gute Spur, sehr gute Spur. Also durch den braunen Acker natürlich auch wirklich hoch zu bewerten. Ihr seht, es ist knochentrocken auf der Spur. Und wenn man jetzt dann noch sehen wird, was hinter der Hecke passiert, da ist noch ein Weg. Wenn der Hund da noch sauber den Hasen arbeitet und macht, das sind die Spuren, die mit Sicherheit mit einem hohen sehr gut und je nachdem, was dahinter passiert, mit mehr bewertbar sind. Weil ihr seht, wie es staubt, also das sind schon tolle Leistungen von einem Hund. Gut, also so viel jetzt zur Spurarbeit. Und wie oft macht man die Schleppe am Tag? Ah ja, genau, vielleicht diese Schleppen, diese Schwierigkeiten, die ich trainiere, da muss ich immer sagen, die Schwierigkeiten, diese kurzen Schleppen, die mache ich sogar die gleiche 3-4 Mal hintereinander, weil es ist eine reine Gehorsamssache, dass der Hund sich konzentriert und sauber auf der Schleppe bleibt und nicht sagt, Mensch, ich weiß ja, da hinten ist das Stück, und einfach meint, er kann da hinlaufen, weil er weiß, wo es ist. Der nächste Mal sieht er irgendwo einen Stein laufen und meint, ah, das ist das Stück und läuft hin. Der soll sauber arbeiten und sauber konzentriert auf der Schleppe wagen. Also 3-4 Mal am Tag, die gleiche Schleppe sogar, von den kurzen ist überhaupt kein Thema. Und ich mache diese kleinen Schleppen, ich sage es ganz ehrlich, diese Schwierigkeiten mit Sicherheit 100 Mal, bis ich mit dem Hund auf Prüfung gehe. Also bis zur HCP habe ich das mit Sicherheit 100 Mal gemacht. Ich mache viel, viel mehr kleine wie große, und vor HZP oder Hegewald mache ich diese Schleppen ja über Stock und Stein dann. Die sind manchmal fast 1 Kilometer lang. Also so viel zu dem. Aber wenn ein Hund so Schleppen macht und tut, ich habe den großen Vorteil, ich bestimme den Schwierigkeitsgrad. Ich kann es, wenn ich ihn an der Leine mache, überwachen. Ich mache übrigens viel, viel, viel an der Leine. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Also ich mache mehr an der Leine wie frei. Deutlich mehr an der Leine wie frei. Und die kurzen Schwierigkeiten nur an der Leine, nie frei. Wichtig ist noch, schaut drauf, der Hund, jetzt bei dem, wenn es zu warm ist, und den übt es bitte auch einmal in der Mittagshitze. Übt es nicht bloß immer in der Früh oder am Abend. Ich übe ganz gerne über Mittag. Ich übe, wenn es richtig
kackwarm ist, also wenn man wirklich selber schwitzt, da muss ich wirklich schauen, dass ich den Hund richtig hernehme und fordere und auf alle Möglichkeiten hinbringe. Also bitte nicht nur in der Früh üben, wir haben Prüfungen auch den ganzen Tag und nicht nur in der Früh. Ich treffe das immer, sehe das immer wieder, dass Hund dann über Mittag vollkommen zusammenbrechen, unkonzentriert sind, sind einmal die Wärme nicht gewohnt und ja, aus vielerlei Gründen. Also wenn einer immer Mittagsschlaf macht, wisst ihr selber, wie das ist, wenn der plötzlich keinen hat an dem Tag. Also versucht es mit dem Hund da immer wieder was reinzubringen. Und jetzt ist das Wichtigste, dass wir einfach down üben. Ihr müsst down, down, down üben. Wir haben jetzt keine Fahrradpen. Das heißt, wir machen auch nichts kaputt. Aber deswegen sage ich, down üben ist jetzt das Wichtigste, was es gibt. Das Down hilft euch überall. Ihr seht es hier. Ich habe mal ein Bild gemacht von unserem Kurs, also wie wir jetzt wirklich Down üben, also schon geübt haben. Aber jetzt könnt ihr das ohne weiteres machen. Ihr macht es für die Jugendzuhörer nichts kaputt. Aber ihr müsst es jetzt machen, dass wir nichts für die Spuren später kaputt machen oder für die HZP. Also ihr seht, Down ist jetzt einfach wichtig. Down hilft euch überall. Down hilft euch beim Vorstehen. Down hilft euch bei der Prüfung. Down hilft euch später dann, dass er auf der Jagd. Down hilft euch, dass euer Hund gesund bleibt. Down hilft allen Menschen, die im Straßenverkehr sind, dass euer Hund vielleicht abgepfiffen werden kann. Es ist einfach eins, meines Erachtens, eins der wichtigsten Gehorsamsfächer, die wir haben. Und da ist jetzt nicht so wichtig, ob der Kopf am Boden ist oder nicht. Da hat auch jeder andere Philosophie. Meine ist einfach immer übe 120%, dass du 100 auf der Prüfung kriegst. Und ich sage immer, wenn er sonst beim Üben den Kopf immer runter tut, bei der Prüfung wird er sich dann hinlegen und wird ihn oben lassen. Aber übt das bitte, ihr werdet euch bei vielen, vielen Dingen leichter tun. Jetzt gehen wir mal zur Suche. Und zur Suche, bei der Suche ist es so, die Suche muss halt flott und ausdauernd sein. Und da bin ich jetzt auch am Mittag, schaut natürlich ein bisschen schlimm aus, Mittag um 12 Uhr rausgegangen und habe das schnell filmen lassen. Ihr seht, ich setze den Hund 10, 20 Meter weg, gehe eine Weile vor und rufe ihn, dass er dann schon im Tempo drin ist und losstartet. Und ihr seht, der Hund ist jetzt halt auf die eine, ich gehe auf die andere. Wenn jetzt dann der Hund an mir vorbei ist, werde ich mich umdrehen und in die andere Richtung gehen. Das ist das, was ich euch gesagt habe. So könnt ihr einen Hund führen, ohne zu pfeifen und ohne Kommandos zu geben. Natürlich kann ich einmal ein Kommando geben, aber dauernder Kommando ist einfach kein Zeichen von Führigkeit. Wenn ich natürlich immer mit einem Gepfeife übe oder mit Kommandos, wird der Hund das kaum anders machen. Also ihr seht, der Hund ist außer Blickweite, ich gehe wieder in die andere Richtung. So wird der Hund automatisch anfangen, nach mir zu schauen und damit zeigen, dass er mit mir jagen will und Führigkeit zeigen. Die Aufnahmen sind jetzt direkt um 1 Uhr Mittag, wo es also richtig ballerwarm ist jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt schon 26 Grad gehabt. Und lang macht natürlich ein Hund solche Suchen nicht. Deswegen auf der Prüfung muss man halt schauen, dass er schon gleich, dass es hinhaut und keine unnötigen Hetzen oder sowas hat. Daher nochmal zurückkommend auf das Down. Wichtig ist jetzt auch, ihr müsst aufpassen, dass eure Hunde, gerade wenn es so warm ist, nicht überwiegend in Trabsuche übergehen. Das ist jetzt eine flotte Suche, die geht sicherlich auch flotter, in der Früh wäre die auch noch flotter, aber Trabsuche heißt, wenn der Hund anfängt und nur mehr trabt, wenn der Hund noch so schön trabt, die Richter dürfen euch dann kein sehr gut mehr geben. Überwiegende Trabsuche gibt es nur einfach ein Gut und wir wollen doch alle schauen, dass wir einen ordentlichen Hund auf der Suche haben und ich werde dann auch noch dazu kommen, euch zu zeigen jetzt an einem Beispiel, weil eins der Fragen war auch, warum dreht mein Hund immer aus dem Wind? Ihr seht, der Hund dreht jetzt in den Wind. Der Wind kommt so ziemlich von der Richtung, wo wir hingehen. Und was mache ich, wenn der Hund aus dem Wind dreht? Wir machen jetzt einmal Schluss. Wenn der Hund nach vorne wegläuft, wenn ich seitlich weggehe, dann gebe ich natürlich einmal so ein Kommando, wie er jetzt auf dem Standbild geht.
und sag ihm nach vorne, dass er weiß, wo er hin will und dass er nach vorne nicht so weggeht. Machen meine ich selten, weil ich ja immer wieder auf den Seiten entweder wild ausleg oder mal den Taubenwerfer habe und somit suchen die schon immer den Acker möglichst ab, in der Hoffnung, was zu finden, weil dafür machen sie ja auch die Suche, um Wild zu finden. Wer jetzt keinen Taubenwerfer hat, kann ja auch mal Todeswild hinlegen, einfach das Erfolgserlebnis haben, dass da jemand was macht. Ich gehe danach noch auf viele Fragen ein, ich mache jetzt das einmal durch und danach machen wir noch ein paar Fragen. Ich zeige euch jetzt gleich im nächsten Film, wie das geht mit dem Aus dem Wind drehen. Schaut euch mal das an. Er hat ein bisschen lahmarschig reagiert hier, der Filmer. Aber was will ich euch damit sagen? Wir machen unsere Suchen in der Regel gegen den Wind. Und jetzt haben wir nochmal zur Suche. Jetzt haben wir oft das, dass der Hund ja vor uns läuft und der Hund sich ein bisschen vorspielen. Und der Hund von uns oder von vielen immer durch Pfiff gelenkt wird. Was ich euch sagen wollte, der Hund dreht sich in der Regel immer auf die Seite, auf dem Ohr, wo er den Pfiff hört. Und wenn der Hund etwas vor uns läuft und eine Quersuche macht und der Wind uns entgegenkommt, pfeifen wir den Hund jedes Mal aus dem Wind. Und dann wundert man sich, warum dreht sich ein Hund aus dem Wind. Das liegt sehr, sehr oft an uns, weil wir immer den Hund aus dem Wind rauspfeifen. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, deswegen gerade das Beispiel mit dem Menschen. Wenn ihr in dem Moment, wo der Hund, wenn er drehen soll und er hat sich das angewöhnt, sich zu euch zu drehen, dann versucht einfach einmal vor den Hund zu laufen, dass ihr den Hund auf dem anderen Ohr erwischt, dass er sich wieder in den Wind reindreht, dass er sagt, huh, das Härchen ist ja schon da vorne. Und so werdet ihr dem Hund das wieder austreiben, dass er sich aus dem Wind dreht, weil ich glaube, ein Hund, der finden will, wird sich in der Regel immer in den Wind drehen. Jetzt haben wir vorhin auch gesagt, Mensch, wie machst du das mit den Handzeichen? Handzeichen ist natürlich auch ein Kommando. Und da habe ich einmal euch vorgeführt, hier schaut euch einmal das an, was es eigentlich bringt, was ihr oft für Handzeichen am Feld bei der Suche bringt. So, und jetzt guckt mal, von der Seite jetzt, schaut euch der Hund an und die Führer laufen rum und denken sich, was ist denn da? Das funktioniert so nicht. Macht es so, wie ich jetzt gerade, wie ich es jetzt machen werde. Holt den Hund mit der Hand ab und geht mit ihm jetzt in die Richtung weiter. So, und lasst es mit den Handzeichen, wie man das normal macht. Und da bin ich aber jetzt wieder bei dem Thema Einweisen und da zeige ich euch jetzt einmal von einer Kollegin, wie man Einweisen übt. Man kann das nämlich daheim schon üben. Ihr seht hier, in der Küche verschiedene Leckerchen und ich bestimme jetzt, welches der Hund holen darf. Was ja mit Sicherheit nicht einfach ist. So, also der Hund holt sich nicht das, wo er meint, sondern der Hund holt sich das, wo ich meine. Ihr könnt euch natürlich auf die Entfernung auch die Abrichteleine hinhängen und entscheiden, so. Also, da weiß der Hund ganz genau, was das Handzeichen bedeuten soll. Und so kann man es immer lernen. Im Freien würde das dann so abgehen. Hier ist wieder die Abrichteleine dran am Anfang. Es werden für den Hund verschiedene Dummies rausgeworfen. Bitte achtet drauf, der Hund holt natürlich nie das Dummy, wo er als letzter sieht, weil das würde er von Natur aus einfach holen. Der Hund soll das Dummy holen,
das wir ihm anzeigen. In dem Fall geht die Führerin sogar ein Stück mit hin, dass man dem Hund das zeigt. Man kann auch dem Hund dann, wenn man das selber machen lässt, anfangs die Leine dran lassen, dass man wirklich halten kann und sagen kann, Moment, da habe ich hingezeigt, da gehst du hin. Also so übt ihr das und so wird es dann anschauen, wenn der Hund diese Übungen alle beherrscht, dann schmeiße ich wieder meine Dummies alle raus. Ist doch schöner, wenn ich mal eine nette Frau mit da habe in meinem Vortrag, als wie immer bloß meine Bilder. Das gefällt zumindest die Männer besser. So. Also ihr seht, sie nimmt nicht den letzten, sondern den Dummy. Und wenn ich mit einem Hund das eingearbeitet habe, dann kann ich ihn dann auch einmal schicken. Kann ich ihn einmal die Richtung anzeigen. Kann ich ihn also deuten, wo er hinlaufen soll, wenn ich jetzt auf der Schleppe bin. Wenn ich jetzt auf der Suche bin. Und ich kann natürlich auch den Hund dann leiten später mal, wenn ich sage, wo es hingeht, zum Beispiel am Wasser, wenn ich ihn voranschicken will zum Verlorenbringen oder wenn ich ihn im Wasser dirigieren will. Aber da komme ich jetzt zu dem Thema am Wasser. Bitte denkt daran, wer seinen Hund an Land nicht schicken kann und die Richtung angeben kann, wo er hin soll, der braucht im Wasser gar nicht anfangen, um im Wasser auch nicht umeinander schreien und sich durchdrehen, ist schlecht für unsere Nerven. Ich kenne das, habe das alles selber schon mehrfach hinter mir. Ihr macht es an Land, übt es so. Und im Grunde genommen kann man diese Dinge ja im Garten üben. Also im Garten oder im Haus. Jetzt haben wir genügend Zeit. Das wäre genauso eine Übung, wo uns immer hilft und wo wir lang brauchen können, aber wo wir was machen können. So, das war jetzt halt meine Ergänzung zum Thema Einweisen. Jetzt gehen wir weiter, jetzt kommen wir zum Vorstehen. Und beim Vorstehen habe ich wieder für euch ein paar Filmchen. Ich drehe wieder. Und beim Vorstehen habe ich euch gestern schon in der Vorschau gesagt, Vorstehen kann man auch mit einem Parsenterrier üben. Also das ist jetzt mein Parsenterrier gewesen, wie ich glaube so 4-5 Monate alt war. Ich wollte halt den Leuten, die am Drahthaarkurs waren, wo die Drahthaar immer hinterher gedonnert sind, hinter dem Stück zeigen, dass man sogar am Parsenterrier vorstehen kann, wenn man es richtig macht. Das heißt, wenn der Hund kurz steht, lasse ich ihn am Anfang als jungen Hund immer fangen. Der soll auch ein Erfolgserlebnis haben, der muss das haben, aber nur wenn ich ihm das Kommando gebe, sage ich, er darf. Dann darf er es fangen und dann weiß er genau, Mensch, ich muss stehen und irgendwann sagt das Herrchen voran und dann habe ich ihn. Aber wenn ihr das seht, schaut mal die Rutenhaltung an, es ist einfach eine Wucht, es ist ein Welpe fast noch, der Parsenterrier. Das Gleiche geht aber natürlich auch gemeinsam, was natürlich noch schwieriger ist, Parsenterrier und Drahthaarwelpe. Ihr seht also, der Drahthaarwelpe ist gerade wahrscheinlich 8 Wochen, 10 Wochen. Aber der Parsenterrier steht gemeinsam mit dem Drahthaarwelpen und ich finde sowas einfach super und man kann sowas überall üben. Und jetzt halt nochmal mit dem Junghund, praktisch das ist jetzt halt mein Hund, den ich dieses Jahr führen wollte. Und da lasse ich euch jetzt das erste Mal hier das vorstellen, wie ich das mit dem Taubenwerfer mache, weil den anderen Film haben wir leider noch nicht am Bildschirm. Also ihr seht es jetzt hier. Lasst den Film bitte erst. Ihr seht es jetzt hier, der Hund auf der Suche, das ist wieder der Rapsacker von vorhin, wie er vorsteht. Und deswegen sucht er mein Hund nach links und rechts, weil ich halt immer wieder was drin habe, wo der Hund sagt, es bringt was, wenn ich suche. Also das ist generell in der Hundeausbildung so. Man muss den Hund schon immer wieder auch ein Erfolgserlebnis geben, wo er sich sagt, Mensch, ich weiß, warum ich das tue. Früher war das alles einfacher. Früher haben wir so viel Niederbild gehabt. Früher haben die Hunde das ganz automatisch gelernt, wenn die Rebhundketten und alles rausgeflogen sind.
Ich hoffe, ihr seht es alles genau, weil ich habe jetzt kein Bild, ob ihr das seht, was der Hund da macht. Okay, ihr seid jetzt noch bei dem. Okay, also jetzt seid hier. Geht jetzt der Hund hin und ich schaue jetzt, dass er noch ein Stück hingeht zu dem Taubenwerfer und lasse dann die Taube raus. Und da ist dann schon wieder das Down wichtig, aber ihr seht, er macht an eine Down, mein Hund, wenn der Motivationspegel so hoch ist. Jetzt kommt gleich die Taube, um die Spannung hochzuhalten. Und wichtig ist, lobt ihn, wenn er vorsteht und sagt ihn so, jetzt zieht er ein bisschen nach, korrigiert sich. Und jetzt springt er gleich rein, aber er hat sich natürlich verschätzt, merkt es aber dann und korrigiert sich. Jetzt, also, ihr habt es gesehen, der Hund geht nicht nach und das ist auch wichtig. Und das Allerwichtigste dabei ist, es ist weg. Es ist weg. Wenn er reinspringt, hat er nie Erfolg. Es ist immer weg. Und wenn er zu nah hingeht, ist es auch weg. So. Und jetzt führe ich euch noch das Vorstehen mit dem Hund, mit meiner Venus, die ich dieses Jahr geführt habe, die jetzt gerade auf den Taubenwerfer war. Natürlich kann die das auch an der Dressurangel. Bei der Dressurangel ist es auch wichtig, der Hund darf halt, wenn er fängt, nie erwischen. Ihr müsst es wegziehen, dass der Hund kapiert, es gibt nur die Chance, was zu erwischen, wenn es da ist. Okay, also, so viel zum Vorstehen. Und wenn ich heute einen guten Vorsteher habe, dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil, dass ich da einfach Nase zeigen kann und die Nase wird ja auch vor allem beim Vorstehen bewertet, wie ein Hund das hat. Aber ich muss einen Hund, oft vielen Hunden muss ich da schon ein bisschen helfen und machen und üben tue ich zum Beispiel auch das Vorstehen an Hecken und ihr seht es jetzt, ich gehe mit dem Hund da so, das sind genauso Prüfungsdinge, wo der Richter sagt, geh mal die Hecke entlang, schau mal, was da passiert und genau so gehe ich jetzt entlang, schicke meinen Hund und habe da drin natürlich meinen Taubenwerfer versteckt und denke, das ist so eine typische Prüfungssituation. Oh, wir finden nichts am Feld, Mensch, schau mal, ob in der Hecke was ist, vielleicht sitzt da was drin oder ist da was drin. Also ihr seht, der Hund hat schon ein bisschen Witterung, ist sich aber nicht sicher, weil der Weg natürlich deutlich höher liegt und geht dahin. Und wumm, jetzt steht er gleich. Ihr seht es, also wow. Also er steht. Und er weiß jetzt auch, Hecke immer schauen und vorsichtig sein, in der Hecke könnte was drin sein. Also auch das, denkt dran, es läuft natürlich nicht immer alles perfekt, das werdet ihr gleich sehen. Jetzt bitte ich den, der das filmt, dass er es von der Seite mal filmt, wie der Hund steht. Also ich lobe ihn wieder, dass er weiß, genau das will das Herrchen. Sehen tut er nichts. Ihr seht, er hat es bloß in der Nase. So, prima, ganz toll. Für mich ist einfach da immer wichtig, bringt den Hund möglichst in viele Situationen, die er auch auf der Prüfung hat, dass er denkt, das, was ich da in der Hand habe, im Übrigen ist der Auslöser vom Taubenwerfer, nicht, dass irgendwelche Kritiker gleich wieder meinen, was macht denn der Böttcher da? Es ist nur der Taubenwerfer und da hinten habt ihr die Taube wegfliegen sehen, da kommt auch der Hund schon wieder. Also, diesmal ist er natürlich reingesprungen, aber auch das Reinspringen wird dem Hund in der Jugendsuche nicht als Nachteil bewertet. Gut, also so könnt ihr das alle üben, wenn ihr einen Taubenwerfer habt. Wenn heute irgendwer einen Taubenwerfer haben will, einen günstigen, schreibt mir das. Ich habe da Kontakte und Beziehungen, wo man die günstig kriegen kann. Also wer Interesse hat, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich tue euch dann weiter verbinden an denjenigen, mit dem ich da was zu tun habe. So, jetzt hoffe ich, also wir haben immer noch über 200, ich hoffe, ihr habt alle viel, viel mitgenommen da und gesehen.
wenn ich so erzähle aus der Praxis, wie ich für VJP oder die HZP die Übungen mache, es gibt natürlich noch viele, viele Dinge, die man machen kann und Kleinigkeiten. Auch wenn ich euch jetzt den Film zeige oder da was zeige oder Bücher lesen, es geht schlichtweg nichts darum um Üben in der Praxis. Ihr müsst schauen, dass ihr irgendwo hinkommt auf einen Hundekurs oder irgendwo, wo einer, der Ahnung hat, wirklich erfahrener Führer und Hundeabrichter, und mit dem üben und den auf die Finger schauen. Durch nichts anderes könnt ihr mehr üben. Und es sind meistens nur ganz, ganz Kleinigkeiten, um die es geht. Ich sage das immer wieder, es ist oft bei den jungen Führern nicht an der Motivation liegt, auch nicht an dem Willen oder an der Bereitschaft, was zu tun, sondern eigentlich nur, sage ich oft, um die Sekunde oder Zehntelsekunde das Richtige in dem Moment zu machen, dass der Hund das richtig verknüpft. Merkt euch da immer das, der Hund weiß nur 2 bis 3 Sekunden, nachdem er was getan hat, die letzte Handlung, verknüpft er mit eurem Ergebnis, das ihr ihm gebt. Ich habe auch, wir kommen dann noch zu Fragen, die machen wir dann am Schluss noch durch, wir sind gut in der Zeit. Wir kommen auch noch zu den Welpen. Was ich euch noch sagen wollte, ist, viele haben mir gefragt, ob ich einen Hundekurs mache. Ihr könnt mir gern schreiben per E-Mail, schreibt mir eine E-Mail. Ich gebe euch dann weiter, wo vernünftiger Hundekurs, wo ich einen weiß oder wo ich jemanden kenne, wo ihr euch mal hinwenden könnt, der das professionell macht, der so Hundekurse macht und das abgibt. Ich selber mache auch immer einen für meine Leute, die von mir einen Hund haben, aber ich werde euch mit Sicherheit helfen und werde schauen, dass ihr zu dem kommt, was er braucht, und vielleicht kann ich auch eure Probleme selber beantworten und euch da helfen. Mir ist es ganz egal, ob ihr einen Hund von mir habt, ob ihr aus meinem Zwinger seid oder ob ihr, was ihr für eine Rasse habt. Die Probleme, die wir haben mit unseren Vorstehern und bei der Ausbildung, sind fast immer die gleichen. Das hat nichts mit der Rasse zu tun. Vielleicht die Art, wie man mit dem Hund umgeht, das muss man sich schon ein bisschen rassespezifisch überlegen. Aber so die kleinen Tricks und was man da macht und wo es wirklich gute Hundekurse gibt, schreibt mir das. Ich gehe auch immer wieder mal auf ein und schaue mir das an, weil man kommt da einfach weiter, wenn man sich schaut, wie es andere machen. Und ich, wenn man anschaut, wie ich meinen ersten Hund ausgebildet habe und jetzt, da hat sich schon Unmengen verändert. Also schaut bitte auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram. Dort ist immer drum, wenn ich irgendwas verändere und was anderes mache. Dann wurde ich auch noch oft gefragt nach meinen Prüfungen. Es ist wirklich verhältnismäßig unwichtig, wie meine Prüfungen waren. Das seht ihr alles, wenn ihr in diese 3 Medien schaut, weil da veröffentlicht man ja das immer wieder. Also die waren mit Sicherheit nicht schlecht, das kann ich euch sicher sagen. Aber ich glaube, dass es noch viel, viel wichtiger wäre, wenn man mit den Menschen spricht, die mit mir mal geübt haben und mit mir was gemacht haben, wie denen ihre Hunde dann waren und was die gemacht haben. Aber auch da, vielleicht mache ich da mal was, dass ich da was höre, wie die weiterkommen sind und was aus den Hunden geworden ist. Ich glaube, da wird man viel, viel mehr sehen und ihr würdet da viel, viel, viel mehr mitnehmen. Dann wurde ich immer gefragt, VJP, wir haben jetzt keine. VJP, was ist, wenn wir kein Zeugnis haben? Glaubt es mir, der Jagdgebrauchshundeverein wird sich mit Sicherheit überlegen, wie wir das machen können, dass unsere Hunde zuchttauglich werden. Und ich gehe immer nur davon aus, dass wir alle HZP machen können. Und die werden diesen Jahrgang mit Sicherheit nicht einfach wegen Corona zuchtuntauglich werden lassen. Also da sind Praktiker dran, die sich da Mühe geben und viel, viel Gedanken machen. Und da kommt was. Natürlich war auch ich niedergeschlagen und hätte gerne VJP geführt. Aber wie so oft im Leben sage ich, jetzt entscheidet sich, jetzt trennen sich die Guten von den nicht so Guten, von den Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen. Wer jetzt den Kopf in den Sand steckt, dem fehlt es im Herbst, wenn es dann darum geht, was zu zeigen, beziehungsweise vielleicht machen wir ja schon vorher was mit Spuren. Aber das werden wir auf uns zukommen lassen. Jetzt ist die wichtigste Zeit zum Üben, dass wir nicht zu nah an die Prüfungen rankommen, sondern dass wir einfach viele Dinge jetzt schon üben, dass wir, wenn da irgendwo ein Fehler reinkommt, das ausmerzen können.
Jetzt haben mich auch noch manche gefragt nach einem Prüfungszeugnis, wie das ausschaut. Ich zeige euch jetzt mein letztes, okay? Ist nicht mein bestes, aber eins meiner besten, aber das letzte. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem einmal kurz. Das muss ich aber dann so hinhalten. Also so schaut ein VJP-Prüfungszeugnis aus, meine Lieben. Ich hoffe, man erkennt das alles. Also das war mein Hund, den ich letztes Jahr geführt habe. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Gehen wir zu den Welpen. Wie man mit Welpen beginnt, abhört. Was so der Anfang ist. Man kann das natürlich auch mit dem Junghund üben. Es sind ein paar Dinge dabei, die ich vielleicht anders mache wie andere. Aber ich zeige euch nochmal zwei, drei kleine Kurzfilme. Es ist wirklich interessant. Ich habe für mich entschieden, es geht so einfacher und so geht es schneller. Also vielleicht drehen wir nochmal. So, als erstes gewöhne ich den jungen Hund natürlich dran, dass er am Eimer sitzt. Und vor allem, dass er am Eimer auch sitzen bleibt, wenn Ablenkung ist. Also daher konditioniere ich den Hund auf den Eimer, dass er hier konzentriert auf dem Platz sitzen bleibt. Dadurch habe ich viel Platz, viel Standruhe erzeuge ich da und es ist wirklich eine richtige Gehorsamsübung. Und ich werde immer einen Hund haben, der am Stand ruhig ist und sich konzentriert und nicht umeinander schreit. Weil wenn er da sitzen bleibt, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich jetzt einen Hund auf das konditionieren will, dass er auf den Eimer sitzen bleibt, dann mache ich das natürlich anfangs so, ich setze ihn drauf, streichle ihn, solange er drum sitzt und gebe ihm immer wieder Gutti. Ich verspreche euch eins, das dauert nicht länger, wie 10 Mal, wenn ihr das macht, dann hüpft der Hund von allein auf den Eimer. Also es ist fast nicht zu glauben. Und was für große Hunde auf was für kleine Eimer passen, das kann man sich auch nicht vorstellen. Aber es geht, nur der Hund, der da sitzt, sitzt ruhig, konzentriert. Er schaut ja schon mal, dass er nicht runterfliegt. Und mit dem kann ich dann auch arbeiten. So, jetzt drehen wir nochmal die Kamera und schauen, wie ich es mit einem Welpen dann tatsächlich anfange. Und ich kann euch so viel sagen, den Welpen, wo ihr jetzt seht, den hat meine Schwiegertochter und der Welpe hat noch nie in seinem Leben auf den Eimer gesessen und hat noch nie Apport gemacht. Das ist die Aufnahme nach 5 Minuten üben. Und das ist das, wo ich gesagt habe, übt bitte Finger im Fang. Mit dem Finger im Fang habt ihr riesengroße Vorteile. Das lasst dann einfach nochmal spielen. Durch den Fingerempfang habt ihr immer unter Kontrolle, hält der Hund richtig der Welpe und natürlich tut es einmal weh. Dann muss man halt sagen, nee, das will ich nicht. Das werdet ihr dann schon dem Hund erklären. Aber so ist der Hund wirklich drauf konzentriert. Der hat die ersten 1-2 Minuten gestrampelt und wollte nichts nehmen. Glaubt man, das ist ganz normal. Und jetzt kommt der Hauptpunkt, warum der Hund das jetzt machen lässt. Was mache ich da jetzt anders, wie normal gemacht wird? Normal, wenn ich Apportübung mache, gebe ich dem Hund immer Lob, wenn ich aussage. Ich, wenn ihr da richtig zugeschaut habt, mache aber so, ich lobe den Hund erst, dass er droben sitzt und dann, dass er den Finger hält. Wenn ich den Finger rausnehme, höre ich auf, den Hund zu loben oder wenn er rumstrampelt. Wichtig ist für den Hund, diese Sekunde zu erkennen, solange ich den Finger sauber halte, solange ist der Alte mit mir zufrieden und solange schaut er und streichelt mich. Jetzt ist Schluss, jetzt streichle ich nicht mehr. Okay? So, jetzt wieder rein und wieder streicheln. Prima. So, das ist einmal der Clou. Und jetzt zeige ich euch das Gleiche mit meiner Hündin, die das natürlich schon ein paar Mal geübt hat, die 1 Jahr alt ist. Okay, so schaut es mit der aus. Da kann ich dann schon mit dem Kommando, also ihr seht, die bleibt einfach sitzen, da sage ich dann schon Apport und nimm, wobei ich das Apport anfangs nicht sage beim Welpen.
So, sitz auf Kommando, wumm, nimmt die das. Wobei ich immer sage, bei Apport, Apport kann euch kein Mensch richtig theoretisch zeigen und kann euch niemand auch in einem Film oder sonst wo zeigen. Da müsst ihr in der Praxis wohin oder zu jemand mit jemandem sprechen, der euch Apport richtig zeigt. Apport ist ganz, ganz einfach, aber man kann es nicht in einem Film zeigen und nicht Ding. Und ja, wir brauchen einfach einen Hund, der sauber apportiert. Ihr seht es aber hier wieder. Wichtig ist mit der Hand üben, anfangs immer mit dem und auch immer wieder, weil der Hund muss einfach wissen, dass die Bisskraft so sein muss, dass danach wir das Wild noch benutzen können. Das heißt, die muss so fest sein, dass er ordentlich hält, aber die muss auch so sein, dass es nicht kaputt ist. Und wo merke ich das früher wie an meiner Hand? An meiner Hand merke ich es umgehend, dass hier nicht mehr ist. Also es kann schon mal sein, dass bei Welpen mal der Finger vielleicht ein bisschen blutet, weil da ist es halt ein bisschen besser und fester, wie die reinbeißen. So, und jetzt halt haben wir, glaube ich, noch. Haben wir noch einen Film? Ja, einen Film haben wir noch, wo wir mal drüber sprechen, wie das ist, wenn man am Eimer sitzt. Und mit Ablenkung, den zeige ich euch jetzt noch. Also, man kann es immer mehr machen und immer mit mehr Schwierigkeiten, dass der Hund einfach weiß, ich habe da sitzen zu bleiben. So, hier seht ihr, dass der Tennisball ja sicherlich interessanter ist wie den Apportierbock halten. Immer wieder links und rechts hingeschmissen wird. Aber glaubt's mir, so ein Hund, der das macht, der sitzt auch bei der nächsten Niederwildjagd sauber da und winselt nicht. Der schreit auch nicht, wenn ein anderer Hund einen Hasen holen darf und er nicht. Und der schreit auch nicht am Wasser, wenn ein anderer Hund arbeitet und er nicht. Sondern er liegt einfach da, total relaxed. Und hat einfach so Ding. Und das sind jetzt zum Beispiel alles Übungen, die wir machen können von daheim. Auch jetzt werden unsere Ausgangsbeschränkungen. Und da wir die ja vielleicht noch ein paar Tage haben, seht ihr, wir haben ja schon einen Haufen Sachen durchgenommen, die man auch daheim üben kann. Und daheim, das ist immer die erste Übung für sowas. Also das ist natürlich schon wirklich gehorsam. So. Wenn die Schleppen okay sind, also das heißt, die Schleppen funktionieren richtig gut, dann können wir langsam anfangen, jetzt an Schweiß zu denken. Weil ich immer sage, wenn die Schleppe so funktioniert mit den Haken und der Hund, die konzentriert arbeitet, hat er einen riesen Vorteil später am Schweiß. Also so mache ich das in der Reihenfolge. Ich übe vorher keinen Schweiß, aus dem einfachen Grund, weil ich zu viel Schleppen und Schweiß habe ich meistens keinen schönen Hund mehr auf der Suche, der auch mal mit der hohen Nase im Feld sucht. Deswegen Schweiß fange ich jetzt an. Schweiß allein wäre ein ganzes Thema, aber da gibt es auch super Seminare und Kurse für Schweiß. Und wenn Apport sicher klappt, und da kann ich euch nur sagen, Apport meinen viele, dass sicher klappt, und man ist noch weit weg von sicheren Apport. Also ich behaupte nicht, dass meiner hundertprozentig schon im Zwangsapport durch ist. Also wenn aber Apport und Einweisen gut klappt oder ziemlich gut, dann beginne ich am Wasser. Und das Wasser allein wäre ja genauso ein Thema, wo ich sage, Mensch, wie beginne ich am Wasser? Wie beginne ich an dem Wasser wirklich wiederum sehr, sehr kleinschrittig, dass ich den Hund nicht überfordere und nicht am Wasser alles schon bei den ersten zwei, dreimal Üben kaputt mache, dass der einfach sagt, Wasser ist die Hölle, da flippt er vollkommen aus, da steht der Drast und brüllt wie ein Wahnsinniger, ich traue mich gar nicht mehr aus dem Wasser raus. Also, jetzt sind wir mal durch, wir machen jetzt dann nachher noch Fragen. Ganz kurz noch wurde ich gefragt, was mein Ziel ist, und da muss ich euch sagen, mein Ziel ist natürlich in allererster Linie, dass ich gesund bleibe. Aber da bin ich sehr positiv gestimmt. Dann natürlich, wenn ich es jetzt auf die Hunde nehme, ist mein nächstes Ziel die HZP und dann die VGP. Und
meinen Lehrfilm, den ich gedreht habe, über Bringsel verweisen, wo ihr am Anfang ein bisschen was gesehen habt, dass ich den im Juni rausbringe. Da geht es also von der Pike an über das Bringsel verweisen, wie ich das an Hund lerne und was wichtig ist. Vielleicht ganz kurz dazu, ohne Zwangsapport kein Bringsel verweisen. Also das, wer vielleicht später mal den Film dann hat, übt jetzt Zwangsapport, wirklich Apport. Ohne den würde Bringsel verweisen nie gehen. Und da habe ich ganz detailliert und kleinschrittig erklärt, wie man das Bringselverweisen innerhalb von, ich sage jetzt einfach, 5-6 Tagen hat man einen Top-Bringselverweiser. Also es hat bis jetzt mit jedem Hund geklappt. Nicht nur mit Drahthaar, auch mit anderen. Wenn Abort durch war. Und dann meine größte Herausforderung ist, was ich machen will dieses Jahr, das ist, ich möchte ein Seminar machen für Mensch und Hund. Und da haben wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen, es gibt einfach viele verschiedene Menschentypen, wie auch Hundetypen, aber ich will ein Seminar entwickeln mit einem Profi aus dem Coaching für Menschen, was ich ja auch nebenbei mache, also das ist ja eine meiner Leidenschaften, Coaching, und da mit dem Hund zusammen das zu machen, also praktisch Hund und Herrchen werden gecoacht und ausgebildet. Und da einfach was erstmalig was zu machen, was es noch nicht so gibt, würde mich unwahrscheinlich reizen. Und ihr könnt euch gerne oder mir eine Mail schreiben, wenn einer von euch Interesse hat, damit teilzunehmen oder sowas mitzumachen. Wenn ihr wen wisst, für den das was wäre, ist das auch was. Aber wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Ich gebe euch jetzt nur Tipps, wie ihr euren Hund was lernen könnt. Aber es hängt halt schon unvorstellbar viel von uns ab, die hinten am Strick hängen. Und wie ich den Hund habe, für was ich ihn habe und was ich will. Und ob ich überhaupt mit mir richtig im Reinen bin und das dann dem Hund auch so rüberbringe und dem Hund die nötige Sicherheit gebe. Also da kann ich euch nur sagen, lasst euch überraschen, wer Ideen hat. Kann man die gern schreiben, schreibt man die natürlich am besten persönlich, die müssen wir jetzt nicht in so einem Chat drin haben. Aber wie wir vorhin schon mitgekriegt haben, wir haben zwei Kategorien von Hundeführer und jeder ist wichtig. Und das sind so meine Pläne, wo ich habe. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir die gern stellen. Ich würde versuchen, noch ein paar zu beantworten. Da lese ich also, der Rückweg auf der Schleppe wird nicht bewertet. Natürlich wird er bewertet. Gerade im Wald kommt meiner oft nicht da raus, wo er reinläuft. Kein großer Umweg, nur auf meiner Fährte zum Beispiel. Mit Leine steht man ja daneben beim Ausgeben. Das konnte ich bis jetzt noch nicht rausbringen. Also es ist ganz einfach. Probiert es einfach einmal, dass ein anderer die Schleppe zieht. Das ist wirklich auch unter Umstellung. Das ist eine ganz wichtige Frage und ein wichtiger Tipp noch. Bei jeder Prüfung zieht ja ein anderer die Schleppe. Und oft nimmt der Hund den Schleppenzieher wahr und verbellt den dann sogar noch, weil er das nicht kennt, weil immer nur das Herrchen die Schleppe gezogen hat. Und der Hund geht ja eigentlich zu 90% auf der Menschenfährte, auf eurer Fährte und nicht auf der Karnickel- oder Federwildschleppe. Und natürlich, wenn der Hund dann rennt, rennt er, wenn er das Stück hat, genauso raus, wie das Herrchen rausgelaufen ist. Ist vollkommen normal, macht nichts. Aber wenn ihr das ändern wollt, macht es das mal, dass ein anderer die Schleppe zieht, der sich versteckt. Ist auch wichtig, dass der Hund das gelernt hat und dann kommt er nämlich wieder auf seine Spur zurück, wenn keine zweite Spur da ist. Und das ist so ganz einfach. Und der Rückweg ist sehr, sehr wichtig natürlich bei einer Schleppe. Der muss passen, also der darf dann nicht mit dem Stück, das er apportiert, dann nur irgendwo spazieren gehen und sich was anschauen. Der muss das Stück aufnehmen, batsch, bumm und zurückkommen. Und zwar entweder genau auf dem Weg, wie er gelaufen ist oder am kürzesten Weg. Dann, wie übst du die Führigkeit? Meine Idee ist sehr weitläufig und gerne mal ein paar Minuten weg. Das habe ich das letzte Mal schon erklärt. Ich beginne das natürlich im Welpenalter schon, indem ich mit dem Welpen, wenn er 10, 12 Wochen alt ist, spazieren gehe, im Wald gehe und mich immer wieder verstecke. Das ist für mich eine der wichtigsten Übungen schon in jungen Jahren, dass der Hund merkt, mir rennt nicht das Herrchen nach und ich kann mich ja nicht nur an seinem Pfiff orientieren, wann ich kommen soll und wo er ist oder ob ich schon zu weit weg bin. Sondern ich muss nach ihm schauen. Im Übrigen ist es auch bei der Suche so. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, dem jungen Hund immer hinterher zu laufen. Ihr müsst einfach, wenn der Hund nach euch schauen soll, weggehen und der Hund muss lernen, er muss euch suchen.
So übe ich Führigkeit. Jetzt ist aber vielleicht bei dir die Frage, der Hund ist schon älter. Jetzt kannst du natürlich Führigkeit, dem Hund, bis der dich vermisst, wird es wahrscheinlich ein paar Minuten dauern oder länger. Und es ist wahrscheinlich, wenn er allein unterwegs ist, auch interessanter, als wenn er mit dir spazieren geht. Da musst du natürlich jetzt einfach mit Gehorsam arbeiten. Da musst du dafür sorgen, dass der Hund einfach Trillerpfiff kann. Und wenn der Hund Trillerpfiff kann und Trillerpfiff auf Entfernung, dann triller ich einfach und den hört er 200 Meter weit. Dann triller ich ihn runter. In dem Moment, wo er den Triller hört, ist er aus seiner Tätigkeit, die er gerade macht, suchen oder weggehen, ist er mal rausgerissen, wenn er den Triller hört, weil er sagt, puh, was ist denn jetzt los? Und dann den Doppelpfiff und dann herrufen. Also so viel zu dem, wobei das ja nicht Führigkeit ist, das ist ja Gehorsam. Bis zu welchem Alter des Hundes trainierst du an der Angel? Ich trainiere natürlich in der Regel nur im Welpenalter mit der Angel, aber ich sage mal bis zur Jugendsuche ja. Und ich könnte euch Bilder zeigen, da stehen meine 5 Drahthaar einschließlich der fast 14-Jährigen wie Ölgötzen da. Jeder meiner Hund liebt diese Dressurangel über alles und findet diesen Spaß, dieser Taubenschwinge vorzustehen, einfach für super schön. Also kannst du machen, solange du willst. Du musst natürlich, wenn du mit der Dressurangel übst, jetzt dann in 2, 3, 4 Wochen, wenn das Gras höher wird, dir angewöhnen, wenn du da vorne was hinhängst, Stück Wild, dass du langsam übergehst und in einer hohen Wiese gehst, wo du an der Dressurangel das schmeißt, sodass der Hund nicht immer nur sichtig sieht, sondern einmal mit der Nase guckt, ich bin zu nah dran, weggezogen. Ich bin zu nah dran, weggezogen. Also variieren, jetzt dann die nächsten Wochen, wenn das Gras hoch ist, ins hohe Gras gehen und das da machen. Ja gut, das schicke ich dir zu, bitte schreib mir da eine Mail und dann schicke ich euch den Kontakt zu. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe sehr viel, was ist das da oben, Adrian, was hat er geschrieben? Ich habe sehr viel mit Jürgen geübt, als Erststellungsführer war das auch nötig, dabei ist eine HCP-Suchensieger und ein VGP-Suchensieger ausgegangen. Danke Jürgen, da seht ihr, da war einer, der mit mir geübt hat. Das kommt mir. Handschrift ist sehr deutlich. Das kann ich nur bestätigen. Leider. Also, so meine Lieben, ich hoffe, wie ist denn die Zeit? Wie sind wir in der Zeit? 11:10 Uhr, da hätten wir noch 5 Minuten Zeit. Wie ist das Interesse? Soll man sowas nochmal machen? Soll ich sowas nochmal machen? Themenvorschläge dafür? Sollen wir irgendwas einmal ein bisschen kleiner machen? Ich kann euch jetzt so viel sagen, wir haben Leute heute dabei aus Schweden, aus Frankreich, aus Ungarn, aus Holland, aus Luxemburg, aus Dänemark, aus Irland, einer aus Argentinien. Also es ist unvorstellbar, was das doch für ein Ding hat jetzt in der Zeit, dass man da was macht miteinander. Ich bitte euch eins, bitte teilt das, was wir heute gemacht haben, dass viele Leute sehen, dass viele Leute in den Genuss kommen und viele Leute auch mitkriegen, wenn wir nochmal was machen. Weil ich glaube einfach, für uns alle muss unsere oberste Prämisse sein, für uns alle, dass wir schauen, dass unsere Jagdhunde möglichst gut ausgebildet sind, dass wir überall in der Öffentlichkeit einen guten Eindruck mit unseren Hunden machen. Und ein guter, ausgebildeter Jagdhund macht immer was her und so ist es auch wichtig für unseren Ruf und für unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit. Gerade fragt mich noch einer, den ich gut kenne, der übrigens gestern an seinem Geburtstag 11 Welpen bekommen hat. Grüß dich Markus. In welchem Alter fängst du mit Down an? Das habe ich das letzte Mal schon erklärt. Eigentlich kann man Down anfangen schon mit 12 bis 16 Wochen. Wenn ihr wollt, übe ich eine Woche jetzt mit dem kleinen Hund von meiner Schwiegertochter Down. Also ich will jetzt nichts versprechen, vielleicht mache ich das. Übe eine Woche Down und ihr werdet sehen, nach einer Woche macht der kleine Hund super Down. Es ist eine wahre Pracht. Ich habe das früher mit Welten sehr, sehr viel gemacht. Jetzt mache ich es eigentlich meistens erst später.
bitte weitermachen, Tipps für HZP und VGB. Ja, dann könnten wir ja mal machen, Tipps für HZP, VGB. Ich glaube einfach, wir dürfen alles Wasser nicht außer Acht lassen. Und ich bin gespannt, wie viel mir schreiben, ob sie Interesse haben an Hundekursen und was machen. Weil ich muss euch nochmal sagen, ich kann euch nur jetzt in der Zeit, wo wir nicht in der Praxis üben können, hier ein bisschen Hilfestellung geben, mache ich gern. Aber danach muss man einfach draußen üben mit anderen Hunden. Es müssen andere Hunde dabei sein. Ein Hund allein, wenn der immer übt, bringt nichts. Aber verpasst die Zeit nicht, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also bitte teilt das, was wir da machen, wenn es euch gefällt. Mich freut es immer wieder. Mich freut es auch, wenn so viele Leute zuschauen. Wir waren heute auch über 200. Und bestimmt schauen viele, viele dann auch noch den Film an. Vor allem, wenn ihr das viel teilen tut. Und ansonsten möchte ich einfach euch bitten, jetzt wirklich Vollgas zu geben. Sagen würde ich jetzt normalerweise zu allen, die die VJP haben, nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Denkt dran, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und noch viel, viel Lücken wahrscheinlich, die uns immer wieder bewusst werden. Lasst euch nicht hängen, versteckt euch hinter nichts. Wir überstehen das mit Sicherheit alles. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir werden alle gestärkt aus der Situation rausgehen. Denen, die das ein bisschen mehr trifft, denen müssen wir einfach helfen. Und ich möchte hier noch einmal an alle, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank sagen und möchte mich aufs Herzlichste verabschieden. Auf bald, euer Jürgen Böttcher. Danke euch. Ciao.